Der Sprung ins kühle Nass bringt Abwechslung an heißen Sommertagen. Rechtzeitig vor Beginn der Badesaison überprüft das Land die Wasserqualität an den natürlichen Badestellen. Das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, wir wollen, dass die Leute Sicherheit haben. Wir wollen selber sehen, ist das Wasser von guter Badequalität. Der zweite Grund ist aber, wir sehen an diesen Messreihen, wie es um den Zustand der Ökosysteme bestellt ist. Das heißt, geht es der Natur gut, geht es dem Wasser gut, dann ist das ein guter Hinweis darauf, dass auch die Natur intakt ist bei uns in Oberösterreich. 84 Badestellen wurden untersucht. 8 von 10 haben eine ausgezeichnete Wasserqualität, 2 von 10 eine gute. In Bezug auf Badegewässer sprechen wir von einer sehr guten Badegewässerqualität, wenn die Grenz- und Richtwerte eingehalten werden. Im Konkreten geht es da um die Indikatororganismen, Bakterien, E. coli und intestinale Enterokokken. Und wenn beide diese Indikatororganismen unter einem Wert von 100 sind, dann spricht man von einer ausgezeichneten Badegewässerqualität. Es geht also um Fäkalien. Je länger die Badesaison, desto mehr davon finden sich im Wasser. Auch wenn der Tourismus mit angeblicher Trinkwasserqualität heimischer Seen wirbt, Experten raten, das Wasser, in dem gebadet wird, nicht trinken. Vor allem, wenn es trüb ist. Es ist grundsätzlich so, dass Badewasserqualität und Trinkwasserqualität zwei komplett unterschiedliche Rechtsmaterien sind und auch unterschiedliche Grenzwerte haben. Wir haben sehr gute Badewasserqualitäten und sehr saubere Seen, aber wir dürfen rein rechtlich auch nie von Trinkwasserqualität sprechen. Wer wissen will, wie sauber sein Badeort ist, kann sein Handy fragen. Es gibt einerseits die App für EU-Badestellen. Über die AGES gibt es diese App, wo man direkt den Standort eingeben kann, wo man ist. Dort werden dann die nächsten Badestellen herausgesucht. Es wird dort aufgelistet, welche Belastung oder welche Beurteilung diese Badestelle gerade hat, mit den jeweiligen Messwerten dazu. Und natürlich, was auch immer wichtig ist, die Wassertemperatur dazu. Damit das Badewasser den ganzen Sommer lang sauber bleibt, überschüssige Sonnencreme abduschen und menschliche Bedürfnisse auf keinen Fall im Wasser erledigen.